So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play in Three Kingdoms Total War mit Yuan Shao. Und ja, mir ist gerade eingefallen, ich muss ein bisschen aufpassen mit den Spielständen, weil wir spielen auf Legendär. Auf Legendär kann man leider nicht manuell speichern, weil man das ja ausnutzen könnte. Man könnte ja einen alten Spielstand laden. Ich würde das auch so oder so nicht machen, aber ja, da muss ich eben darauf achten, dass ich immer am Ende einer Runde, also sobald ich hier auf Weiter geklickt habe, und wenn es zeitlich dann ratsam ist, dass ich dann die Aufnahme beende, weil nur so speichert sich das Spiel. Ich kann nicht manuell speichern, das heißt, ich muss immer ganz am Anfang von der neuen Runde speichern. Oder, was heißt speichern? Die Aufnahme beenden. Damit ich dann das nächste Mal das Spiel laden kann, bei dem einzigen Spielstand, der immer wieder sich überschreibt auf Legendär, damit ich hier auch nichts verliere. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Es ist meine noble Aufgabe, die Koalition erneut zu vereinen, die Tyrannei wird auf meinen Befehl hin zur Rechenschaft gezogen. So, das ist eine Mission und den greifen wir jetzt an. Bevor wir das machen, vielleicht nochmal auf die Einheit. Oder auf die Einheiten kurz eingehen, auf die zwei Gefolge. Wir haben einmal Yuan Shaos Gefolge. Er hat hier eine Säbelkavallerie, das ist eine mittlere Schwertkavallerie. Er ist auch gleich Einheitenrang 3. Dadurch haben wir natürlich Zugriff auf gewisse Einheiten. Wir können aber hier noch nicht rekrutieren. Ich glaube, das ist in der ersten Runde ausgesetzt. Oder wir sind in Reichweite der Armee, dass es daran liegt. Weil wir können hier auch nicht weg. Wir können hier nirgendwo hin. Wir müssen die Schlacht spielen. Wir haben einmal schwere Hellebarden-Infanterie. Die müssen wir uns wirklich dringend... die müssen wir uns dringend kümmern, dass wir die behalten. Weil die können wir so früh sicherlich nicht rekrutieren. Das Land hat die Verteidiger von Hebei, das ist eine sehr starke Einheit. Hohe Moral, hoher Schaden. Defensiv, gute Rüstung. Und dann haben wir hier zweimal Bogenschützen-Miliz. Ja, ein Großteil der Armee wird durch Milizen ausgemacht. Und hier dann haben wir noch ein weiteres Gefolge, das ausschließlich aus, oder fast ausschließlich aus Kavallerie besteht. Säbelkavallerie hier, sehr viel mittlere Schwertkavallerie und zweimal Säbelmiliz. Und ja, ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kavallerie gemacht. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Stangenwaffeneinheiten gemacht und auch mit Nahkampfinfanterie, aber ich habe in der Vergangenheit ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Bogenschützen gemacht. Also ich habe den Eindruck, dass Bogenschützen wirklich in der Regel fast gar nichts bringen, fast gar keinen Schaden austeilen. Es gibt ein paar Allrounder-Einheiten. Das sind dann Einheiten, die gleichzeitig auch gut im Nahkampf sind. Die kann man rekrutieren, aber die normalen Bogenschützen-Milizen haben mich wirklich enttäuscht in der Vergangenheit. Doch es gibt noch viel zu tun. Und wenn die KI diese Einheiten rekrutiert, kann man die in der Regel relativ gut isolieren und mit der Kavallerie fertig machen. Also ich werde in diesem Let's Play wirklich versuchen, Abstand zu halten zu Bogenschützen. Ja, das werde ich definitiv halten. So, wir haben aber eine sehr nahkampfstarke Armee. Ich denke mal, wir werden den jetzt hier erstmal völlig überrennen. Und dann bin ich ja wirklich mal gespannt. Wir greifen an. So, es ist die erste Schlacht. Wir haben 700 Mann gegen 400 Mann. Und wir werden die natürlich auch spielen. Es ist die erste Schlacht hier gegen Kuiyun. Und der hat zweimal Säbelmiliz und zweimal Bogenschützen. Also ganz, ganz, ganz einfach wird die Schlacht. Aber es ist die erste Schlacht. Und die spielen wir. Als ich Luo Yang schwelen sah, wusste ich, dass jemand der Dunkelheit, die China befällt, ein Ende setzen muss. Ich wusste auch, dass nur ich dies sein konnte. Ich werde Dong Zhuo und jeden, der China ausnutzen will, bekämpfen. Egal wo, wann und wie. Die Stadt Luoyang werde ich auch nochmal zeigen. Die ist aktuell eine Ruine auf der Kampagnenkarte, aber die Lokalisation kann ich ja nochmal deutlich machen danach. So, da sind wir. Ja, ist doch echt malerisch, oder? Sieht doch echt toll aus. Ja. Das ist Three Kingdoms. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Aufnahme beendet mit dem Screenshot. Aber es sieht alles gut aus. So, Yuan Shao. Ja, wir haben ja leider nicht so viel Infanterie. Ich würde sagen, ins Zentrum kommt unsere Elite-Einheit. So, dahinter die Bogenschützen. Und die ganze Kavallerie, die wir haben. Die verteilen wir mal auf zwei Flanken.
So. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn dieser Hauptmann stirbt. Ich bin mir da echt nicht sicher, ob der überhaupt sterben kann. Ob wir den schützen müssen oder ob wir den jede Runde in die Schlacht schicken können, weil der nicht sterben kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal schauen, ob da irgendwie eine Einheit besonders gut aussieht. Das hier ist der Hauptmann, der hat hier einen Mantel um. Die Frage ist, wenn der stirbt, ob dann das ganze Gefolge dann erlischt oder was dann passiert. Ja. Ich persönlich würde aber erstmal sagen, wir schützen den. Früher oder später wird uns das wahrscheinlich dann eh passieren, aber wir spielen lieber mal auf Nummer sicher. So, und dann zeige ich mal die Einheiten. Ich fange mal an mit, ja, das ist eine ganz normale Schwertkavallerie, die wir zum Glück schon nutzen können. Dann haben wir hier Yuan Shao und ja, sieht er nicht stattlich aus? Ja, sieht echt großartig aus. Und ja, um auch mal zu zeigen, er ist gar nicht so schlecht, wie viele hier behaupten. Also er kann sich durchaus im Nahkampf behaupten. Aber wir sollten trotzdem versuchen, ihn nicht gegen jeden x-beliebigen Helden zu schicken. Er hat auch einen gewissen Effekt hier. Er erhöht im Umkreis. Er hat eine passive Verstärkung. Er erhöht den Nahkampfschaden, Grundwert. Den rüstungsdurchdringenden Grundwertschaden. Nahkampf-Sturmangriffsbonus wird durch ihn erhöht. Und Nahkampfangriffsrate um 50%. Das heißt, er ist wirklich enorm stark, was die Boosts angeht hier. Also die aktiven Bonis für die Einheiten. Dann haben wir hier noch ganz viel von dieser Schwertkavallerie. Ja, was kann man zu der sagen? Die ist relativ flink unterwegs, aber ist auch passabel gepanzert. Also durchaus eine Einheit, die zu Beginn doch sehr stark ist. Und davon haben wir halt gleich, ja, 6 Stück. Ja. Ist doch alles dieselbe, oder? Mittlere Schwertkavallerie, Säbelkavallerie, genau. Ja, dann haben wir hier die Säbelinfanterie. Oder Säbelmiliz ist es, glaube ich, nur. Es ist nur eine Miliz. Dann haben wir die billigen Bogenschützenmilizen. Aber auch die sehen eigentlich relativ stattlich aus. Ja. Wie die andere Kavallerie, genau. Und dann haben wir hier im Zentrum unsere sehr schwere Hellebardeneinheit. Und die sieht doch auch schon ziemlich stattlich aus, muss man sagen. Schwer gepanzert, Hellebarde, aber kein Schild. Deswegen müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass die nicht zerschossen wird. Fernkämpfer sind nämlich deren große Gefahr. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Wir müssen dran denken, wir spielen auf Legendär. Auf Legendär hat die KI gigantische Kampagnenbonis wie auch Gefechtsbonis. Wir müssen also viel mit Strategie arbeiten, mit Strategien arbeiten, mit Flankiermanövern, versuchen Helden zu snipen und alles versuchen aus unserer Armee rauszuholen. Die Bogenschützen kommen erstmal in den Wachmodus und los geht's. So, erstmal die Kavallerie nach vorne schicken. So, und natürlich, nicht zu vergessen, der realistische Kameramodus ist aktiv. Wir können nicht komplett bis zum Feind zoomen. Wir haben ja so eine gewisse Sichtweite. Man sieht es von hier bis hier. Aber ja, das ist eben legendär. Muss man sich dran gewöhnen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Einheiten auch gut verteilen auf der Karte, dass wir eben möglichst weit sehen können. Und wir haben jetzt wirklich die Einheitensymbole, wodurch wir dann sehen, was für Einheiten das sind. So, und ich denke mal, die Kavallerie, Geschossinfanterie, die werden wir erstmal umzingeln und ich denke mal, wir werden einfach mit unseren Säbelmilizen dann direkt in den Nahkampf gehen. Sein Held. Was hat er für Werte? 29. Ja, der hat eine gute Nahkampfabwehr, aber bis auf die ist unser Held deutlich besser. Ja. Angriffsbonus ist auch ein bisschen höher bei ihm. Okay. Aber die Farben, ich finde gerade die Farben in dem Spiel so wunderschön. Also diese Einheiten, das gab es ja damals auch in Shogun 2, glaube ich, in Shogun 2 Total War. Das habe ich gar nicht so aktiv gespielt. Ich habe es aber immer geschaut auf YouTube. Und ich weiß nicht, irgendwie die Chinesen haben es mit diesen Flaggen und mit diesen Farben. Ist echt schön. Schön mit anzusehen. Hier rennen auch noch überall ein paar Bauern durch die Gegend. Sind die irgendwie Gefechtsteilnehmer? Nee, die fliehen nur. So, die Kavallerie ist schon positioniert. Und unsere Armee kommt auch näher. Würde ich sagen, wir schicken Yuan Shao schon mal ein bisschen weg. Duell ablehnen. Ich
Ich stelle mal aus, dass er Duelle akzeptieren kann. So, dann schicken wir jetzt die Milizen nach vorne. Ich versuche mal eher die Säbelmilizen in den Vordergrund zu holen. Denn die sollen bevorzugt angegriffen werden. So. Ich übergebe gleich mal die Angriffsbefehle auf die Infanterie. Johann Schau bleibt auch im Umkreis. Und dann würde ich sagen, holen wir jetzt schon mal die Kavallerie ein bisschen näher. Und dann werden wir ihn in einem einmaligen Charge wahrscheinlich treffen. Die Bogenschützen werden gar nicht so viel hier zum Schießen kommen. Gehen wir jetzt trotzdem mal auf seinen Helden. So, und dann schauen wir uns den ganzen Charge mal an. Überall kommt jetzt die Kavallerie, die ich schon in Position gebracht habe. Ich muss sagen, auch diese Manöver, hier haben wir jetzt unsere Infanterie, die jetzt noch kommt. Ist ein bisschen langsam unterwegs. Aber das läuft doch wirklich fantastisch. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Und ich finde gerade diese Kavallerie-Manöver, wenn die Einheiten durcheinander geschubst werden, das gelingt hier wirklich in Three Kingdoms am besten. Also ich kenne keinen Total War Teil, wo die Kavallerie-Manöver so episch aussehen wie in Three Kingdoms. Und das einfach nur wie die Art, wie sie umgesetzt werden. Also finde ich jedenfalls wirklich fantastisch. So, jetzt fordern wir ihn mal zum Duell raus, würde ich sagen, oder? Der ist ja auch auf einem Pferd unterwegs, oder? Genau, dann hole ich mal meine schwere Hellebardeneinheit. So, die Infanterie ist jetzt schon besiegt. Da können wir mit der Kavallerie noch ein bisschen hinterher reiten und dafür sorgen, dass da niemand entkommt. Und dann können wir uns hier mal dieses epische Duell anschauen. Die Bogenschützen hören bitte auf zu schießen. Das ist nur noch Eigenschaden, den die hier anrichten. So, und hier entbrennt mittlerweile dieser epische Kampf. So, jetzt kommen hier auch die Hellebarden langsam rein. Die sind dafür gedacht. Die sind für den Kampf gegen Kavallerie gedacht. Ah, wie sieht's aus? Er hat noch nur noch 12.000 Leben. Jetzt werden wir sehen, wie schnell das jetzt runtergeht. 11.000. 11.261. Ja. Es läuft jedenfalls. Und hier haben wir ganz schönes Massaker angerichtet. Und da haben wir ihn. Ich versuche ihn. Warte mal, wir können jetzt nochmal mit dem Bogenschützen schießen. Vielleicht treffen wir ihn. Ich würde ihn ja schon gern noch eliminieren. 1249, aber wirklich, die sind halt ziemlich ungenau. Das ist so das nächste Problem in Three Kingdoms. Was auch realistisch ist, dass nicht jeder Schuss trifft. Und wir sind halt auch langsamer, habe ich den Eindruck, oder? Wir haben 94 Geschwindigkeit. Ne, 97 und er hat 94. Wir sind sogar schneller eigentlich. Dann spule ich mal vor, vielleicht erwischen wir ihn ja noch. Na, sieht nicht so aus. Dann beenden wir das Ganze. Und damit haben wir das erste Gefecht ziemlich eindeutig gewonnen. Aber, naja, ich habe nichts anderes erwartet. Dadurch, dass wir ja auch ziemlich viel Kavallerie haben. Also die Kavallerie muss uns Unmengen kosten. Also Kavallerie kostet in der Regel auch viel, viel, viel mehr als Infanterie und als Fernkampfeinheiten in dem Spiel. Wir sollten also beim nächsten Gefolge schon darauf achten, dass wir uns mal ein bisschen Infanterie dazu holen. Ja, und wie gesagt, Fernkämpfer will ich wirklich von ablassen. Natürlich habe ich gewonnen. Aber natürlich. Und wir haben gleich mal 15 Erblinien bekommen. Und wir haben den Charakter gefangen genommen. Der ist zäh, eitel und ehrgeizig. Ausweichen im Nahkampf. Der hatte ja einen relativ hohen Nahkampfabwehrwert. Sein Gefolge ist aber relativ schwach. Bogenschützen, Säbelmiliz, bin ich jetzt nicht interessiert. Er ist eitel, das ist auch nicht gut. Ich persönlich würde sagen, exekutieren bringt auch nicht wirklich was. Manchmal hat man hier noch so ein paar Gegenstände, so ein Schwert oder irgendwie ein Gefolgsmann oder so ein Verwalter oder irgend sowas, den man dann stehlen kann, aber das bringt uns auch nichts. Deswegen würde ich sagen, wir lassen ihn einfach frei, generiert 200 Einkommen.
Und dann nehmen wir nochmal das Lösegeld. Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. So, damit ist die erste Mission vollendet. Geschmack des Sieges. Ja. Und damit haben wir gleich die nächste Mission. Die Erblinie Yuans wird mächtiger. Den Eifer anderer Kriegsherren könnt ihr nur durch euren eigenen rechtschaffenden Eifer bezwingen, mein Herr. Ihr müsst weitere Gebiete sichern, um zu überleben. Ganz zu schweigen davon, dass ihr euren gierigen Verwandten Yuan Shu in Schach halten müsst. Wir sollen Wei erobern. Beziehungsweise Wei, sage ich schon. Gongsheng, Komturai Wei. Und dafür bekommen wir plus 5 öffentliche Ordnung, alle Komtureien und 25 Fraktionsunterstützung. Den haben wir im Gefecht besiegt. Ja, wir können immer noch nicht rekrutieren. Und jetzt kann ich auch sagen, wieso wir nicht rekrutieren können. Das liegt nämlich daran, dass wir gar nicht in unserer eigenen Region stehen. Wir starten hier nämlich in der feindlichen Region. Und die werden wir auch gleich mal einnehmen. So, hier haben wir Huaxiang. Das wird auch nicht einfach werden. Hier hat er 6, 7 Einheiten. Und in der Garnison auch nochmal 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14 Einheiten. Also ähnlich viele sollten wir auch aufbieten dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. Also, naja, so 4, 5 Einheiten sollten wir noch rekrutieren. Und dann können wir hier theoretisch auch belagern. Oder, ja, vielleicht kommt er auch raus aus der Stadt, dass wir ihn dann angreifen können. Mal gucken. Erstmal erobern wir jetzt hier Gongsheng. Der Himmel lächelt uns zu. Können wir diesmal auch automatisch machen. Wir hatten gerade eine Schlacht. Würden auch keine hohen Verluste bekommen, deswegen delegieren wir das. Also ich würde jetzt auch ungern warten, weil wir müssen die Städte jetzt möglichst früh erobern. Das sind auch alles Einnahmen, die wir da generieren. Ein weiterer Schritt zur Herrschaft. So, wir bekommen bestimmt auch wieder Erblinie, genau. Und hier gibt es Optionen. Plündern, zurückziehen, plündern und besetzen, sichern und besetzen, besetzen. Sichern und besetzen ist auch nicht schlecht, weil das generiert erstmal ein bisschen Bonis, also Fraktionsunterstützung, dass man schneller die Unterstützung des Volkes gewinnt. Militärvorräte, Nachschub ist alles gut, aber zu Beginn kostet das viel und deswegen nehmen wir erstmal nur normal besetzen. Minus 20% der Bevölkerung. Ich denke, das sollten wir auch gar nicht unbedingt tun hier. Nur wenn es unbedingt notwendig ist und wir wirklich ganz, ganz hohe Verluste haben und in Reichweite eine feindliche Armee steht, dann macht das Sinn. Für den Wiederaufbau müssen wir das Fundament legen. Und wir sind aufgestiegen vom Erblinienrang. Und jetzt bekommen wir auch schon Hauptmänner auf Stufe 2. Achso, doch, dann macht es doch Sinn, etwas von dieser Erblinie zu sparen. Weil es gibt ja anscheinend diese verschiedenen Level der Hauptmänner. Aber das werden wir uns alles im Laufe der Zeit anschauen. So richtig verstanden habe ich das, wie gesagt, immer noch nicht. Wir lernen ja schnell. Yuan Shao errichtet ein Land, das seines Namens würdig ist. Mein Herr, euer Land ist für neue Entwicklungen bereit. Baut die Infrastruktur eures Territoriums wie eure Anbauflächen mit Bedacht aus für einen größeren Wohlstand. Wir sollen ein Gebäude in der Komturei verbessern. Dadurch wächst unsere Wirtschaft und wir sparen uns gewisse Bauzeiten und Baukosten. Kommandieren und erobern. Durch die Eroberung dieser Komturei kennt ganz China den Namen Yuan und weiß um das mit ihm verbundene Prestige. Weiter so, auf dass mein Name in jedem Land noch lauter ertönt. Dadurch bekommt er ein bisschen Bonuserfahrung. Ich bin mir sicher, das könnte sogar fast ausreichen für einen Rangaufstieg. Ordnung schaffen. Jetzt, da wir die Siedlung erobert haben, sind wir einen Schritt näher am Ziel, unser Land zurückzuerhalten. Die loyalen Rebellen werden unter meiner Führung den Sieg erzielen. Noch mehr Bonuserfahrung. Fantastisch. Und die Komturei haben wir auch gesichert. Und jetzt sieht man es hier, Fraktionsunterstützung. Der ist jetzt ziemlich niedrig, der Rang. 20 von 100. Und derzeitige Effekte haben wir eben. Minus 6 öffentliche Ordnung, minus 10 Militärvorräte, minus 25% Einnahmen aus allen Quellen. Wir bekommen zwar pro Runde jetzt 42 Fraktionsunterstützung, aber das dauert eben. Und das ist eben einfach so gemacht, dass man ja eine gewisse Schwierigkeit hat, wenn man eine Region neu erobert, diese Region auch zu halten. Weil, ist ja ganz klar, man ist dort neu, man ist fremd, man ist Eroberer. Es ist eigentlich ganz klar, dass das Volk einen nicht direkt unterstützt, ne?
Wir haben aktuell sogar Minuseinnahmen durch den Gebäudeunterhalt. Man wird sich an mich als Erlöser Chinas erinnern. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir auch schon mal gleich das erste Gebäude. Von den Hauptstadtgebäude will ich erstmal absehen. Ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Also wir brauchen ein Gebäude, was ein bisschen Einnahmen generiert. Also entweder ein Industriegebäude wäre dort sinnvoll oder ein Handelsgebäude. Tja, was machen wir denn? Oder wir bauen hier noch dieses Landwirtschaftslager für Landstreicher. Das würde zumindest die Einnahmen aus der Landwirtschaft erhöhen und aus der Nahrungsproduktion. Das können wir aber auch erst später bauen. Je nachdem, je höher diese Einnahmen aus der Landwirtschaft hier sind, aus diesen direkten Produktionsgebäuden, desto höher wirken sich auch diese Effekte aus. Deswegen können wir das auch erst später bauen. Staatliche Werkstätten würden sich anbieten. Reduzieren die Kosten von Lern- und Marktgebäuden. Oder wir bauen eine Gaststätte. Das erhöht die Einnahmen aus dem Handel. Eigentlich ganz gut, weil hier bekommen wir direkt Einnahmen aus dem Handel und gleichzeitig werden auch Einnahmen aus dem Handel subventioniert. Ja komm, wir bauen mal die Pferdewechselstation. Ich denke mal, auch langfristig wird sich das hier lohnen. Ja, das geht ordentlich nach oben. Aber Handel ist grundsätzlich immer was sehr Lukratives gewesen. Ne? So, das haben wir. Und jetzt müssten wir auch rekrutieren können eigentlich. Aber wir können erst in der nächsten Runde rekrutieren. Das ist anscheinend wirklich ausgestellt. Okay, wie viel Verstärkung haben wir eigentlich? Wie viel Rate? 8% haben wir. Okay. Können wir uns vielleicht nochmal mit den Hauptmännern hier beschäftigen. Folge umbenennen. Wir können die auch abziehen. Ja, hier sind wir in der Waffenkammer des Hauptmanns. Also in dieser Übersicht. Wenn wir Armeen aufstellen, müssten wir ja auch diese Hauptmänner sehen. Aber ich kann auch diese Runde noch gar keine Armee aufstellen. Wir haben aber Aufträge zu vergeben und davon gleich 2 Stück. Wie kommen wir jetzt an diese zweifachen Aufträge? Das muss daran liegen, dass wir grundsätzlich einen schon grundsätzlich haben, würde ich mal vermuten. Ja. Nee, wir haben grundsätzlich sogar 2 Aufträge, okay. Ich dachte, irgendwie ein weiterer Auftrag würde durch Yuan Shao irgendwie dazukommen. Ja, doch, ein Auftrag muss durch ihn dazukommen. Plus 1, weil ich glaube, man startet normalerweise mit einem Auftrag. Und ja, ein Auftrag kommt durch ihn als hervorragenden Anführer und der andere Auftrag eben, den jede Fraktion zu Beginn hat. Die können wir auch gleich mal verteilen. Bevorzugt in den eigenen Regionen, weil in den eigenen Regionen kosten die Aufträge nichts. Wenn man die jetzt als Spione einsetzt, oder als Spione erstmal zum Ausspähen in der nahen Umgebung, dann kostet das direkt was. Ich würde sagen, wir suchen uns mal jemanden aus, der sowieso eine Aufgabe will. Ja. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, was bringen die Aufgaben? Was macht Sinn? Nahrungsproduktion plus 4 Fraktionswert ist was ziemlich Gutes. Auch eine erhöhte Nahrungsproduktion um 50% macht Sinn, dort wo wir Nahrungsgebäude haben. Das würde sich ja für unsere Komturei hier geradezu ergeben. Das machen wir auch gleich mal. Erhöht langfristig auch hier gewisse Bonis. Also je mehr Nahrung man Überschuss hat, desto höher werden die Reserven, desto höher wird die kaiserliche Gunst, die man zusätzlich bekommt. Dann schicken wir ihn gleich mal auf den Auftrag. Ich denke mal ohnehin nicht, dass wir ihn sehr frühzeitig rekrutieren werden. So, das haben wir. Und wir können in derselben Region auch noch einen Auftrag einsetzen. Man kann nur nicht zweimal denselben Auftrag nutzen. Aber es gibt ja genug andere Aufträge, die sich hier anbieten. Minus 3 Runden für Musterung. Eigene Armeen in lokaler Komturei. Musterung. Was mich interessieren würde, ob wir die Einheit dann direkt bei voller Stärke bekommen. Oder ob das irgendeinen anderen Boni bringt. Bei voller Musterung. Das wäre mal interessant zu wissen. Können auch mal experimentieren. Das reduziert aber jetzt unser Bevölkerungswachstum.
Wir bekommen aber ohnehin 12.000, also 3.000 weniger würde mir jetzt auch nicht schaden. Und ich habe ja sowieso jetzt keine unbegrenzte Kapazität hier. Wir haben hier insgesamt 800.000. Was heißt Musterung in dem Fall? Also das Wort sagt mir natürlich schon was. Also erstmal hat es was mit der Rekrutierung zu tun. Was ich nämlich eher vermute, ist, dass es auch Einheiten gibt, die 2, 3 Runden dauern zur Rekrutierung. Und dass die dann eben reduziert wird, die Rekrutierungszeit. Was natürlich was ganz anderes wäre, wenn die Einheiten direkt aufgefrischt sind. Dieser Charakter wird die zunehmende Einberufung zum Militärdienst in der Komturei überwachen und sicherstellen, dass alle Männer mit ausreichenden Kampftraining bereit für den Einsatz sind, wenn neue Streitkräfte benötigt werden. Also ich vermute mal, dass mit Musterung wirklich die Rekrutierungszeit gemeint ist. Weil da steht ja nicht irgendwie bei voller Stärke oder erhöhter Nachschub, sondern Musterung. Und minus 3 Runden Musterung ergibt wirklich nur Sinn, also diese kleine Zahl ergibt wirklich nur Sinn für Rekrutierungsrunden oder Rekrutierungszeit. Da würde ich deswegen sagen, wir erhöhen mal hier die. Ja. Die Einnahmen aus dem Handel, weil. Na gut, auf 2 Runden steht uns erst dieser Handel zur Verfügung. Sollte sich aber trotzdem mehr lohnen als aus der Landwirtschaft, oder? 90 Einnahmen aus der Landwirtschaft, hier haben wir 100. Nee, wir nehmen mal die Einnahmen aus der Landwirtschaft und ja, nehmen wir hier den Erben Yuan Tan. Ist eigentlich egal, wen wir jetzt von beiden nehmen. Dann soll er mal das Einkommen erhöhen. Die werden erst ab nächster Runde in Kraft treten. Genau. Mit mir sollte man keine Spielchen treiben. Ja, und ich muss aufpassen, bevor ich mich hier zu sehr auf die Haaren kontrolliere. Ja, konzentriere. Kontrollieren würde ich sie schon gern, aber dafür müsste ich den Kaiser in meinem Besitz haben und den haben wir nicht. Der junge Kaiser Dong Zhuas ist Dong Zhuas Geisel. Das Kaiserreich befindet sich in der teuflischen Gewalt des Tyrannen. Hier. Nehmt Jing Shao ein, um Kaiser Xian zu kontrollieren. Das Han-Kaiserreich wird zum Vasallen desjenigen, der den Kaiser kontrolliert. Wer den Kaiser kontrolliert, kann das Territorium des Han-Kaiserreichs zu einem gewissen Preis annektieren. Auch toll, ne? Aber das ist ein weiter Weg und ich habe ganz andere Probleme. Also wir müssen schauen, dass wir uns vor allem hier auch auf Huangshao erstmal konzentrieren, dass wir vielleicht seine Region erobern hier. Puyang und Zhayoush, dass wir erstmal hier im Hinterland Ruhe haben, weil der kann ja jederzeit auf unsere Hauptstadt ziehen. Mal gucken, wie wir das dann machen dort. Also wir sollten uns in den nächsten Runden durchaus die Zeit nehmen und auch die Gelder bereitstellen für eine ausreichend schlagkräftige Armee. Und ich würde sagen, wir gehen in dieser Runde jetzt sogar noch in die nächste Runde, also in dieser Folge, in dieser Runde, wie man es nehmen will. Und schauen, was passiert. Und dann sind auch diese 30 Minuten Adliges schon wieder um. Blut. Wir können die noch rekrutieren oder verstärken. Also wir rekrutieren quasi die Verluste. Und das geht auch alles noch in dieser Runde. Hier dauert es 5 Runden bis zur Auffüllung. Nehmen wir 8%, hier auch 8. Also die Ein Verstärkungsreichweite Kaiser oder die muss Verstärkungsrate müssten wir angemessene noch ein bisschen Herkunft erhöhen. sein. Das wäre wirklich wichtig. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie direkt einen Boni gibt, wo man das machen kann. Hier zum Beispiel. Flexibilität erhöht gleich den Nachschub um 5%. Das ist ganz wichtig. Nachschub ist wirklich was sehr Wichtiges. Das werden wir also sehr frühzeitig dann auch brauchen. Aber leider hat er noch keine Man wird sich an Verbesserung mich bekommen. Er als hat jetzt Erlöser Chinas erinnern. 14.190 von 16.000. Es wird also nicht mehr lange dauern. Und er ist ja auch schon auf Rang 3, deswegen hat er hier auch schon diese verschiedenen Punkte vergeben. Da kann man auch nichts dran ändern, die hat er einfach von Beginn an. Weiter geht's. Oh, fast keine Ereignisse. Ist auch selten. Charakterentwicklungen.
Chinas Größe wird nur übertroffen von den vielen Individuen von Weisheit und Macht, die es durchziehen. Die folgenden namhaften Persönlichkeiten sind derzeit in unserem Land zu Besuch und wir sollten nicht zögern, die vielversprechenden für uns zu gewinnen. Ja, das ist schön, dass die hier sind. Aber man darf nicht vergessen, jeden, den man hier rekrutiert, der kostet dann auch Unterhalt. Weil das ist der, den würden wir ja quasi zum Hofstatter zuholen und das kostet Geld. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier keine Doppelklicks mache, weil wenn man doppelklickt, macht die auch direkt rein. Weil ich gerade sehe, wir bezahlen die tatsächlich mit Erblinie. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir bezahlen gar nicht mit Gold, sondern mit Erblinie. Okay, das ist sogar ganz passabel. Aber sobald sie im Hofstaat sind, bezahlen wir sie eben mit Gold. Da interessiert die auch keine Autorität oder sowas, sondern da wollen die wirklich dann Münzen sehen. Was wir hier auch mal probieren können, wir können versuchen, Hinterhalt zu legen und ihn in die Falle zu locken. Ich will jetzt hier auch nicht so viel Zeit verlieren. Vor allem, weil ich ja nicht weiß, wann Huang Shao gegebenenfalls in Yi einfällt, ne? Ja, das ist natürlich schwierig, aber was schon mal gut zu sehen ist, wir haben hier trotzdem in unserem direkten Umfeld keinen großartigen Umschluss von Han-Komturen, sondern wir haben hier im Süden eben die eine Stadt der Han und hier im Norden noch Pingyuan. Dahinter kommt auch noch was und dann kommt hier oben auch schon die andere Fraktion, die ich zu Beginn auch benannt hatte, die, von der wir uns in Acht nehmen sollen. Sun Setang oder so heißt der irgendwie, aber ja, mit diesem Namen kann ich mir jetzt auch nicht merken. An der Stelle möchte ich mich verabschieden. Und ja, wenn wir das nächste Mal dann in die nächste Runde gehen. Ich bedanke mich für euer Interesse, wie jedes Mal auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!